Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch meine Lieblingslocations zeigen und zwar zum Farmen von legendären Equipment in der Open World. Und das Ganze bringt ein paar Vorteile mit sich, wie ich finde, denn diese Locations sind so ausgelegt, dass da recht viele Monster sehr dicht beieinander sind und wenn man sie auch schnell genug killt, sie dann auch wirklich sehr, sehr schnell wieder spawnen. Das heißt, dann kann man wieder weiter mehr Monster killen. Vorteil ist, je mehr man Monster killt, desto höher ist natürlich irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass eins dieser Monster ein legendäres Equip-Teil fallen lassen. Und zum anderen gibt es natürlich ja die Monster-Essenzen, die man aufsammeln kann. Und wenn man die abgibt, gibt es dann auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein, zwei oder auch drei legendäre Equip-Teile fallen gelassen werden. Ihr seht mich hier auch in der Action und zwar in wirklich meinem liebsten Farmort. Und wo das ist, zeige ich euch gleich noch auf der Karte. Vorteile hat das Ganze und zwar sind die Monster hier wirklich sehr dicht beieinander. Man muss hier eigentlich nur im Kreis herumlaufen und die einzelnen Gruppen nacheinander killen. Es gibt insgesamt zwei Schreine auf dem Weg, was das Ganze nochmal beschleunigt. Zu finden ist die Location im Bergzwerhain und zwar im Kloster der geheiligten Erde. Ich mache hier mal auch einen roten Quadrat, um wirklich die genaue Location, um diesen Kreis, in dem man da am besten farmen kann. Eine ebenso gute Möglichkeit wie die vorher ist am Meer von Shazar und zwar direkt rechts neben dem Wegpunkt die Oase. Ich mache auch hier einen roten Quadrat drumherum, damit ihr seht, was ich meine. Was ist der Vorteil? Sehr kleiner Bereich mit recht vielen Gruppen von Monstern und man muss eigentlich nur sehr schnell im Kreis laufen, alle töten und dann kann man am effektivsten hier legendäres Equipment farmen. Im Gegensatz zu der anderen Location bin ich hier am allerliebsten gegen den Uhrzeigersinn unterwegs. Hier gibt es auch recht viele andere Mitspieler, die man in eine Gruppe einladen kann und dann hat man auch weitere Vorteile, wie zum Beispiel, wenn man zu viert in der Gruppe ist, farmt man ja dann nebenbei auch noch Edelsteine. Eine weitere tolle Location, die sich ein bisschen unterscheidet von den ersten zweien und zwar findet ihr sie hier zum einen in der Ebene der Qual und das im Reich der Verdammnis. Ich mache auch wieder hier einen roten Quadrat drumherum, damit ihr seht, wo das ist. Aber worin unterscheidet sich? Die Location ist ein bisschen größer. Ihr könnt hier mehr laufen. Es gibt auch wie in den anderen zwei Locations immer zwei Schreine, die ihr abholen könnt und die das Ganze auch ein bisschen schneller und effektiver machen. Der gesamte Ort hier, Farmort, ist auch ein bisschen bekannt geworden durch einen YouTuber, der ja gesagt hat, dass er genau an dieser Stelle die höchste Mob-Kill-Rate pro Minute erzielt hat. Irgendwie über 180 Monster kann er hier pro Minute killen in einer Gruppe. Und deswegen eignet sich das hier wirklich sehr, sehr gut zum Monster-Killen und Farmen. Ein weiterer Vorteil ist, der sichere Ort ist nicht sehr weit weg. Das heißt, ihr könnt relativ schnell eure Monster-Essenzen abgeben, aber auch beim Schmied euer Inventar wieder leeren. Wieder zurück zum Berg von Savain, denn es gibt dort auch noch eine zweite Top-Location, um legendäres Equipment zu farmen. Hier auch wieder ein sehr, sehr kleiner Ort mit sehr, sehr vielen Monstern, dass man ablaufen kann. Und ich zeige euch auch hier auf der Karte, wo sich das Ganze befindet. Das befindet sich am Friedhof der Sakarum. Vorteil, es gibt auch einen Schrein, den man sich abholen kann, um das Ganze zu beschleunigen. Es gibt aber auch einen kleinen Nachteil bei diesem an dieser Location. Und zwar gibt es hier einige Monster, die haben so eine Fähigkeit, die macht sie für kurze Zeit unverwundbar. Das hindert manchmal daran, dass man hier die Location schnell clearen kann. Eine weitere Top-Location für das Farmen von legendären Equipment
im Friedhof von Ashwald. Und zwar gibt es hier die Ruhestätte des Fürsten. Ich rahme euch wieder ein, wo hier die beste Stelle ist. Und da gibt es Spinnen und auch eine super, super Möglichkeit zum Farmen. Es gibt jedoch keine Schreine, die man verwenden kann. Und es gibt auch nicht unbedingt so eine Runde, die man laufen kann. Also man muss hier auch ein bisschen hin und her laufen. Übrigens, an dieser Stelle oder an diesem Ort gab es auch so Gerüchte, es sei die beste Stelle zum Farmen von legendären Equipment. Ich kann das aber nicht bestätigen. Ich habe es getestet. Ich habe jetzt hier nicht mehr oder weniger legendäres Equipment erhalten als auch an anderen Stellen. Der vermutlich bekannteste und auch beliebteste Ort zum Farmen in Diablo Immortal ist die versteckte Nische im Kulls-Archiv. Es ist so, dass zwar dort recht viele Monster anzutreffen sind, aber dadurch, dass das Ganze so beliebt ist, sind auch immer recht viele andere Spieler da und deswegen gehört diese versteckte Nische nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Das war meine persönliche Auswahl der liebsten Orte, um legendäres Equipment zu farmen. Ihr habt bestimmt auch einen Geheimtipp für mich und an welche Location ihr farmt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, dann kann ich auch mal was Neues ausprobieren. Und wie immer gilt, gerne Abo dalassen, falls ihr möchtet und ein Like an das Video. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!